Hallo und herzlich willkommen zur ersten Deutschlandhörsendung in diesem Semester. Die bezaubernde junge Dame neben mir ist die Julia. Und mein charmanter Co-Moderator ist der Andi. Unsere heutige Sendung dreht sich rund um das Thema Flüchtlinge. Sie erzählen uns, wie sie zu Hause gelebt haben und wie sie hier nach Deutschland gekommen sind. Dazu haben wir spannende Studiogäste eingeladen, unter anderem den Jamar Checo und seine Übersetzerin, die Deborah Lehmann-Ill. Hallo. Und Ayat Al-Qadri, auch aus Syrien, und ihren Übersetzer Shamshid Hamza. Hallo. Musikalische Unterstützung bekommen wir heute von unserer Band Da Fluchtlinge. Sie kommen aus München, sind zu fünft und stammen aus den verschiedensten Nationen. Außerdem haben wir informative Infographics für euch, waren in Wegscheid an der Grenze und haben eine afghanische Familie besucht, die ihre neue Heimat in Vilshofen gefunden hat. Bevor wir jetzt aber starten, hören wir zuerst unsere Band mit ihrem neuen Song Move Your Body. Viel Spaß! Yeah. Hallo, everybody. We are the Fluchtlinge. Weza, Weza. Oh, yeah. Turn on the microphone. Tell me, Mr. Move to the left, oh, yeah, move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Move to the left, oh, yeah, move to the right now. Shake up your body if you feel alright. We say move to the left, oh, yeah, move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Move to the left, oh, yeah, move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Check it out. Check it out now, check it out. Let's check it out now, nigga, check it out. Let's check it out now, let's check it out. Da, 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 da. Yeah, starting from the bottom, tell me take it to the top, man. Spitting fire flows, baby, call me Holy Ghost, man. Standing at the back, boy, they call me as the first man. Do this for my friends, that's why they choose me as the best man. Send me on the way, with a pain and strain. Just to get the game, of course, I want to be fame. So when you check me, and if it means couple left in front of my door, that you wanna kill me. You see me, it's the world that's great. Let's complete the mission. Every money low. You gave me stubby tongue, not stubby soul. Rappers got to be bold, start to flow. Let's live in good time, we wait for God time. We can have a nice time. This how we do what? Move to the left, or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Move to the left, or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. We say move to the left, or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Move to the left, or you move to the right now. Shake up your body. Check it out now, check it out. Just check it out now, nigga, check it out. Just check it out now, just check it out. Da, da. Televised. Only way we figure out to pass, we advise. All of them street niggas, think no wise. Done many things while the group look class. We are, yeah. Talks with Rami, all the kings of life. Trying to see life easy, and it's gonna stay. Never scared me. The whiskey's so nice for my whiskey. Got my all on my wrist. Yeah. 29 stars when me pull up my dice. Pray for the lost, it can't see no last. No fucking up when it fall for my last one shot, papa. Taking over. Move to the left. Move to the right now, shake up your body if you feel alright. Move to the left or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. You say move to the left or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Move to the left or you move to the right now. Shake up your body if you feel alright. Check it out, just check it out now. Check it out, just check it out now. Nigga, check it out, just check it out now. Just check it out, da 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 da. Yeah, thank you. Thank you. Ja, und damit ihr jetzt auch wisst, worüber wir eigentlich gleich reden, haben wir mal ein paar Fakten für euch zusammengestellt. Film ab. Erklärt. Jetzt Flüchtlingssituation in Europa. Weltweit sind knapp 60 Millionen Menschen auf der Flucht, da in ihrem Heimatland Krieg herrscht oder die wirtschaftliche Situation im eigenen Land ausweglos erscheint. 2014 wurden 13,9 Millionen Menschen zur Flucht getrieben. Viermal so viele wie 2010. Aus welchen Ländern kommen die meisten Flüchtlinge eigentlich nach Europa? Zwischen 2010 und 2014 hat sich die Zahl der Flüchtlinge vervierfacht.
Mit fast 4 Millionen führt Syrien die Liste an. 54.000 Flüchtlinge kamen in der ersten Jahreshälfte nach Italien, 48.000 nach Griechenland. Auf die gefährliche Überfahrt machten sich in der ersten Jahreshälfte rund 700.000 Menschen. Dabei sind schon knapp 3.000 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die Dunkelziffer ist allerdings wesentlich höher. Wie alt sind die Geflüchteten? Im Durchschnitt war im ersten Halbjahr jeder zweite Asylsuchende zwischen 18 und 34 Jahre alt. Auch viele Kinder kommen mit ihrer Familie nach Europa. So ist knapp jeder fünfte noch jünger als 14 Jahre. Wie ist die Verteilung von Frauen und Männern? Weltweit ist circa jeder zweite Flüchtling weiblich. Doch nach Mitteleuropa kommen derzeit vor allem Männer aus Krisengebieten und nur 28% weibliche Flüchtlinge. Bei den Top-Herkunftsländern der Flüchtlinge steht an erster Stelle Syrien mit einem Anteil von 30,3%. Den zweitgrößten Anteil hat Albanien mit 14,8%. Damit fällt fast die Hälfte aller seit Januar 2015 gestellten Erstanträge auf die ersten zwei Herkunftsländer. Bei uns auf der Couch sitzt jetzt Jomad. Er ist 20 Jahre alt, ist seit circa 3 Monaten hier in Deutschland und kommt aus Syrien. Hallo Jomad. Hi. Gab es denn sowas wie Dorschau her auch in deiner Heimat, also so eine Sendung von Jugendlichen produziert? Was there any kind of show like this in Syria? Well, no, this is the first one actually. Yeah. This one for the first one's for me, you know, yeah. So that's why I'm kind of nervous. So es ist die erste Mal für ihn, ist das so eine Show? Also wurdest du wahrscheinlich auch noch nie interviewt, so. And you've never been interviewed before? No. Nein. Du sprichst ja mehrere Sprachen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was für Sprachen du sprichst und bist ja heute bei uns auf Englisch, dank deiner Übersetzerin. You speak several languages. Which languages? In English, tell us which languages you speak. Yeah, actually, I speak Turkish and Arabic and Kurdish and English too. And now I just moment. Turkish, Arabic, Kurdish, and English. Yeah. Warum hast du dich denn entschieden, heute schon mal bei uns zu sein? Was möchtest du uns denn gerne erzählen? What would you like, or when did you decide to come here to Germany? Actually, when I was in Turkey, I spent after 2 years, and I saw there's like no kind of beautiful life or no kind of future, so that's why I decided to come to Deutschland. Hat 2 Jahre in der Türkei verbracht, und hat gemeint, dort gibt's keine Zukunft für ihn, und dann hat sich entschlossen, nach Deutschland zu kommen. Bevor wir jetzt aber mehr über Jomads Weg hier zu uns nach Deutschland erfahren, schauen wir erst einmal, wie die Lage bei ihm in Syrien, in seinem Heimatland ist. Schaut selbst. Erklärt. Jetzt Flucht aus Syrien. Im März 2011 beginnen in Syrien Aufstände gegen die Regierung. Das Ziel ist es, die undemokratische Regierung zu stürzen. Doch der Präsident Bashar al-Assad weigert sich, von seinem Amt zurückzutreten und versucht, den Widerstand militärisch zu brechen. Im August 2011 fordert die US-Regierung ihn zum Rücktritt auf. Assad jedoch weigert sich. Aus einem anfangs friedlichen Aufstand entsteht ein Bürgerkrieg. Bereits über 240.000 Menschen sind gestorben, darunter über 12.000 Kinder. Die Terrororganisation Islamischer Staat macht sich den Krieg zunutze und breitet sich dort aus, wo der Staat bereits zusammengebrochen ist. Mittlerweile kontrolliert der IS über die Hälfte Syriens. Viele Menschen beschließen, ihr Heimatland zu verlassen. Zurzeit sind über 3,9 Millionen Syrer auf der Flucht. Sie fliehen vor dem Krieg nach Europa, insbesondere Deutschland. Die Hauptwege aus Syrien sind die östliche Mittelmeerroute über Griechenland und die zentrale Mittelmeerroute über Italien. Die Kosten für eine Überfahrt von Syrien nach Deutschland betragen etwa 2.000 bis 3.000 Euro und kann bis zu 10 Wochen dauern. Nach einer langen und strapazierenden Flucht kommen die Flüchtlinge in Deutschland an. Dieses Jahr beträgt die Zahl der ankommenden Syrer schon über 100.000. In Deutschland werden sie von der Bundespolizei aufgegriffen. Danach werden die Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt. Die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg nehmen dabei am meisten Flüchtlinge auf. Die Registrierung der Flüchtlinge findet entweder durch die Bundespolizei oder in der Erstaufnahme statt. Bei dem erkennungsdienstlichen Verfahren werden Fingerabdrücke genommen, ein Lichtbild gemacht,
und wichtige Daten wie Name, Alter und Herkunft erfasst. Anschließend können die Flüchtlinge ihren Asylantrag stellen. Bis über den Antrag entschieden wird, haben die Flüchtlinge eine sogenannte Aufenthaltsgestattung in Deutschland. Jamaat, woher aus Syrien kommst du denn genau? Aus welcher Stadt? Where exactly are you from in Syrian? I came from Aleppo. I come from Aleppo. It's the second biggest city in the Syria, after the capital city, Damascus. The second biggest city in Syria. Also die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Yeah. In Syrien. Stimmt. ja, vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie dein Alltag in Syrien ausgesehen hat, bevor der Krieg kam. What was your daily like life in Syria before the war started? My daily life was just studying, and it was so good, so studying and go back home, and it was so safe. Er sagt, er war ganz normal ein Student und hat studiert wie hier. Was hast du denn genau studiert in Syrien? What did you study in Syria? I studied until the high level of the high school. It was the last level of the high school. Er war immer noch im, wir würden das hier Gymnasium nennen, er sagt High School. So er hat noch nicht die Uni angefangen. Wie hast du dich denn dann entschieden, dass du wirklich aus Syrien gehen musst? What made you decide to actually leave Syria? When I was in going to bad situation in Aleppo, and when the military get in Aleppo, so there's no good life after that, and everything's going to bad. So after that, I decided to leave Aleppo, going to village and to Turkey. Er sagt, es war wegen des Krieges, da war überhaupt kein Leben mehr möglich in Aleppo. Gibt's denn einen konkreten Auslöser, der dich dann wirklich dazu gebracht hat, okay, jetzt muss ich hier los? Was there any particular reason where you said, now is the time I'm going to leave Syria? No, it's now the time, it was immediately. Es war alles so sofort, hat er gesagt, er muss weg. Bist du dann alleine geflohen oder bist du mit deiner Familie hergekommen? Did you come alone or did you come with your family? Actually, to Germany, I came just with my brother. And when I left to the village, I ran away with my family. Er ist mit seiner Familie von Aleppo weggegangen, aber nach Deutschland ist er mit seinem jüngeren Bruder gekommen. Wie seid ihr denn dann aus Syrien los? Wie habt ihr das geplant? How did you plan your escape out of Syria? I planned with my friends that it's time to go to Turkey to work and to find like a better life than it's in Syria. So er hat mit seinen Freunden geplant, in die Türkei zu gehen und dort zu arbeiten und dann weiter zu planen für die weitere Reise. Hat das dann funktioniert in der Türkei? Wie sah es denn da dann aus, das Leben? Ich meine, du hast uns erzählt, du warst ja 3 Jahre dort. Ich. 2 years. You were 2 years in Turkey. Yeah, genau. Uh-huh. 2 years. Uh-huh. Was hast du denn dort dann gemacht? What did you do in Turkey those 2 years? I was working like for restaurants in the tourist places as a waiter. As a waiter. Okay, er hat als Bedienung in einem Restaurant in einem Fremdverkehrsort gearbeitet. Wie ging es dir denn dabei, nicht mehr zu Hause zu sein? What was it like not to be at home anymore? It's actually unbelievable. It's so bad, you know, without your brothers, without your sisters, without even your mother and father. So, definitely it's bad. Er sagt schrecklich, ohne die Brüder, ohne die Schwester zu sein, ohne die Mutter. Einfach schrecklich. Woher hast du denn Informationen gehabt, wie es hier in Deutschland ist? Oder gibt es da irgendwas, wo du Informationen über das Land bekommen hast? How did you know what life was like in Germany? Did you get information about Germany? Of course, because of my friends who came before me, and they spent here like 1 year, and they told me about everything, about the information, how it's going to be in Germany. Ja, sicherlich. Meine Freunde, die schon vorher geflohen sind, die waren schon in Deutschland und die haben mich informiert, wie das hier in Deutschland war. Und was hat dich dann dazu bewegt, dass du gesagt hast, ich komme jetzt direkt ich will jetzt nach Deutschland, das ist mein Ziel?
And what made you decide that Germany should be your goal? Yeah, for sure, because about that information they gave me, so I decided that's going to be my better life than everywhere. Er hat gemeint, durch die Information, die er von seinen Freunden bekommen hat, dass er hier eine Chance hat, ein besseres Leben zu führen. Und wie hast du dann den Weg von der Türkei aus nach Deutschland geplant? And what? How did you? How did you plan? Oh, how did you plan your journey from Turkey, out of Turkey to Germany? I planned it with my brother. He's younger than me 2 years, so we decided that it's time to go from Turkey to have like a nice future there. And we went, we met like one guy, he can go with us, so we planned it like that. So mit meinen Brüdern haben wir einfach entschlossen, dass wir kein Leben oder keine Zukunft hier in der Türkei hätten, und dann haben wir mit jemandem Freund geplant, die Weiterreise aus der Türkei. Ja, wir können uns das ja schwer vorstellen. Ihr wart ja da tagelang unterwegs. Wo schläft man denn dann da, wenn man? When you're traveling for days like that, where do you sleep? In the forest, I for sure, because there's no like places in the way, in forest. So im Wald einfach schläft man. Deine Freunde, die dann die ganze Zeit mitgekommen sind, ist die Gruppe immer aus den gleichen Leuten? Also habt ihr immer aus den gleichen Leuten bestanden oder habt ihr euch auch mal verloren? Were you always with the same friends or did you sometimes go apart or lose them and find other friends? In the first, it was like we all was in the same group and until we get in the Germany, so everybody was deciding to go to the another place. That's like waiting in Munich, so everybody separated after that when we stayed in Germany. So auf der Reise waren die immer zusammen, aber dann in Deutschland angekommen sind die in verschiedene Richtungen dann gegangen. Gibt es vielleicht irgendein Erlebnis auf dem Weg hierher, von dem du uns erzählen möchtest, irgendwas? Is there anything particular that you want to talk about that happened to you on your journey? Well, nothing happened, like just bad, you know, sleeping in this forest. So this is the bad thing that I went through. Das war eine von den schlechtesten Dingen, war das im Wald schlafen zu müssen. Seid ihr dann immer zu Fuß gegangen oder wie hat der Weg genau ausgesehen? Did you always go on foot? Did you walk the whole way? In the first, from Turkey to Greece, it was on by boat, and then we started on the foot, and it was like we was using kind of not for long spaces, but just for short, like using the cars, the trains. So von der Türkei nach Griechenland war das im Boot und dann war es viel zu Fuß, aber dann sind sie in Zügen gefahren und Bussen später. Aber sie sind viel zu Fuß gegangen. Hattet ihr immer jemanden dabei, der genau gewusst hat, wo es lang geht, oder hattet ihr da Karten und Kompass? Oder weil jetzt, wenn ich irgendwo im Wald aufwachen würde, ich wüsste nicht, wo ich als nächstes hingehen müsste. Yeah, did you have someone with you who knew where to go? Did they have a compass or did they have a map? How did you know where to go when you were in the forest? By using the GPS on the phone. But yeah. Hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden, die du auf dem Weg getroffen hast oder mit denen du gereist bist? Are you in contact with the friends who were with you on your journey up here? Yeah, until now, and we still remember the bad days that we went through. Yeah, wir sind in Kontakt. Was war denn so das Schönste, was dir passiert ist auf dem Weg hierher? What was the best thing that happened to you on the trip? Yeah, it was because I met new people, like new groups. We spent kind of funny time together, even though that was everything is bad. So we're trying to make like kind of jokes to make it easy on us. Er sagt, er hat neue Leute kennengelernt und das hat die Sache immer leichter gemacht. Und gibt es auch was, also jetzt außer, dass du im Wald schlafen musstest, wo du sagst, es war so wirklich, wo du nicht genau wusstest, wie es jetzt weitergeht, oder? Did you ever have this feeling like you didn't know how to continue or whether you should continue? Yeah, everyone, because everyone, they came through the countries and everyone had the same feelings that when and how it's going to be, so just everybody has the same feeling. He said,
Alle haben das Gleiche immer, besonders wenn sie an die Grenzen kommen und in einem neuen Land kommen, zweifeln alle daran. Ob man wirklich auch reinkommt, dann ob man weiterkommt, oder? Und er hat mir auch vorher erzählt, dass die Grenzpolizisten, die haben die Macht, die können tun, was sie wollen, wenn du da an der Grenze stehst. Die können nett sein oder nicht nett sein. Die haben die Macht. Gibt es da Unterschiede jetzt zwischen den Ländern? Oder also wenn du jetzt zum Beispiel nach Ungarn oder so reingehst, sind die anders, als wenn du nach Österreich kommst? Oder? Are there differences in the countries, like between Hungary and, like, I guess you did, not sure you went through Hungary, but mm-hmm. you did, between Hungary, say, and Austria, what are differences in the countries? The difference is, it was, just, you know, like, the guards who was waiting on the board, that's what the difference, because somebody was so bad and somebody was so nice. Er sagt, der Unterschied war, einige von den Grenzpolizisten ganz, ganz nett waren, andere ganz, ganz schlimm waren. Wir haben ja jetzt gehört, wie Jomart hier zu uns gekommen ist. Wir haben natürlich auch noch ein Team an die Grenze nach Wegscheid geschickt, die sich die Lage einmal vor Ort angeschaut haben. Und was die rausgefunden haben, das sehen wir jetzt. Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland reißt nicht ab. Hier an der deutsch-österreichischen Grenze in Wegscheid bei Passau kamen am 5. November 4.600 Flüchtlinge an, die nun auf ihre Einreise nach Deutschland warten. Bei gutem Wetter vertreiben sie sich tagsüber die Zeit im Freien. Wer nachts keinen Platz in dem beheizten Zelt findet, der muss draußen in Zelten bei bis zu 0 Grad schlafen. Ein junger Mann aus Syrien schildert uns seine Situation. My name is Obaida Shofi, I'm from Syria. I'm in college. I go to Germany to complete my dream. I'm an architect of Damascus University. I cannot complete my study because of the war. My city is broken down. Yes, here in Austria, they give us a number, 105. Now they are the 15. They are leaving, so we have to stay here until tomorrow, maybe 2 days, so we can get to Germany. Die Armbänder mit den Nummern werden vergeben, damit alle die gleiche Wartezeit haben. Mehr als ein Drittel aller Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, sind Kinder. Sie sind besonders verletzlich und schutzbedürftig. Während ihrer Wartezeit werden die Menschen mit warmer Suppe und Wasser versorgt. Anschließend holen Busse die Flüchtlinge ab und bringen sie in die nächste Erstaufnahmeeinrichtung. Die deutsche Bundespolizei lässt jede Stunde maximal 50 Menschen über die Grenze. Das führt zu Wartezeiten auf der österreichischen Seite, die oft länger als 24 Stunden dauern. Man kann nur hoffen, dass sich die Lage verbessert. Ja, so ähnlich wird es ja bei dir wahrscheinlich auch ausgeschaut haben. Jetzt bist du aber im Sommer schon zu uns gekommen. War das denn extra geplant, dass du nicht in der Kälte jetzt irgendwie kommst, oder war das eher glücklicher Zufall? He's saying probably the trip was similar for you, but you came in the summer. Was that, did you deliberately come in the summer when the weather was still warm? Yeah, because in the summer it's better than winter, you know, and it's cold is like a little bit, not like in the winter. Ja, er sagt, im Sommer ist es schon besser, weil es wärmer ist als jetzt im Winter. Wie geht's dir denn jetzt hier bei uns, seitdem du da bist? Wie ist denn das jetzt für dich? How do you feel now? How is life for you now that you're here in Germany? Actually, for me, life it's amazing. That it's there's one chance to continue my dream. There is one chance to continue. Like a beautiful life, having a nice house, having a nice work, even to continue studying in the university. Er sagt, das ist alles unheimlich hier, das ist alles wunderschön. Er hat jetzt die Möglichkeit, sein Leben weiterzuleben und irgendwann ein Haus zu haben, und einfach seine Träume kann er jetzt verwirklichen. Wo wohnst du denn jetzt gerade noch? Where are you living right now? I am living in Plattling. Er wohnt in Plattling. Und habt ihr da, also bist du in einer Einrichtung oder habt ihr eine Wohnung? Oder are you in a flat of your own or are you in communal housing? No, it's communal house. It's like in a flat of my own, but it's like high, but it's
visit some of refugees of my friends. We're spending time there, so. So er wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft mit seinen Freunden in Plattling. Wie hältst du denn, also schaffst du es noch Kontakt zu deiner Familie zu halten zu Hause? How do you keep up contact with your family in Syria? Until now I'm contacting on the internet, but it's not always the same connection, so it's bad like twice per week. Er mag das über Internet, obwohl es nicht immer einen sicheren Zugang hat, aber der versucht das so zu machen. Wisst ihr denn schon oder weißt du schon, wann du den Rest deiner Familie wiedersehen wirst? Do you know when you're going to see your family again? No. No. Nein. Ja, du hast uns ja also vor der Sendung erzählt, dass dein Onkel in Augsburg lebt. Seit wann ist der denn hier? Before the program, you told us that your uncle lives in Augsburg. Mm-hmm. How long has he been there? He has been here like 18 years ago. 18? Yes. Seit 18 Jahren wohnt er in Augsburg. Möchtest du dann auch gerne mal zu ihm oder möchtest du gerne hier bleiben? Do you want to go to live with him or would you rather like to stay here? Well, until now I didn't decide anything because I want to see like the life integrity of how it's going to be and in Augsburg how it's going to be. So I'm going to do the best if it's not in Augsburg, so I will go to live with him. Er sagt, er hat noch nicht entschieden. Er möchte wissen, wie das Leben hier ist und auch wie das Leben in Augsburg so ist. Weißt du schon, was du dann studieren möchtest hier? Do you know what you want to study here? Now I'm studying to language courses first in the university, and I want to continue the computer engineering actually. So momentan lernt er Sprachen und dann möchte er Computer Ingenieurwissenschaften studieren. Und möchtest du dann hier bei uns in Deutschland bleiben, also permanent, oder möchtest du auch gerne mal wieder zurück? Do you want to stay here permanently in Germany or would you like to go back someday? No, I'm like for all my life. Für mein ganzes Leben will er hier bleiben. Hast du jetzt schon Freunde hier gefunden? Vielleicht über die Sprachkurse oder auch in der Unterkunft, wo ihr seid? Have you made friends here, either in the language courses or in your housing? Yes, I did. Ja, ich habe Freunde hier gefunden. Und was macht man dann hier die ganze Zeit, wenn du nicht in den Sprachkursen bist? What do you do when you're not in the language courses? I am working as a translator in Caritas. It's in the Erstaufnahme. Er übersetzt für Caritas in die Erstaufnahmeeinrichtung in Deggendorf. Ja, dann vielen Dank erstmal, dass du zu uns gekommen bist, Jumat. Wir wünschen dir natürlich alles Gute hier, dass du deine Pläne verwirklichen kannst und auch also eben hier bleiben darfst. Und wir haben noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, so symbolisch. He wishes you luck and all the best, of course. Und zwar ist das eine Willkommensfußmatte, die du hoffentlich dann irgendwann vor dein eigenes Haus hier in Deutschland oder deine eigene Wohnung legen kannst. And so this is a welcome mat that hopefully you can put down someday in front of your own house. Yeah, I'm going to put down on my room. Thank you. Bevor es jetzt aber bei uns weitergeht, hören wir den nächsten Song von unserer Band. Come and Go. Oh yeah, right on. This is reality of life. Yeah. Yeah, don't get it twisted, man. Sure. Everything just come and go. So much happened long before. Do I stay in my past life? Skipping all the shit, big plans for cause.
Everything just come and go. So much happened long before. Du versteh, he man was los. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Nothing in this world gotta last forever. Life is like a dream, so try to make it come true. From the past decades, now me is still in the game. Up to this time, and me do put the game. So you gangsters, you players, we all up on the game. For our music to be fame. Drop your gun, it's Muffet Top, it's on the run. This how we do it, all our homies feel it. Whether you like it or not, you better take it or heal it. Respect, we always take you further. No matter big or small, try to take it over. Cause our music was blind, but Jah made it to shine. Never mind if people mind, but let us send me remind. I got love for you, whether you are poor or rich. That's why you decide to breathe for munching. So her artists, keep the faith, never lose the faith. One day we will appreciate from the almighty great. Everything just come and go. So much happened long before. Too much day. Skipping all the shit, make plans for cars. Everything just come and go. So much happened long before. Dubai stay in my bus lost. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Like a dad, yeah. 2015, get your mind made up. Taking all the weight on the beat, build up. You know this stuff I'm made up. I'm mother with you straight up till you get the people stand up. Gentle Mr. Handsome, still some prove me wrong. I couldn't be so wrong when I know that I'm black. Nigga vividly my right there, yeah, not to prove me wrong. I put you on the run cause none above the law. If you care, then I care, man. Raising why this hurts, you know swearing guys. Cause the truth of my lips that the world ain't fair. And if everyone got a place, then I dream to be his pilot. She making double dating as we nickname my Miss Highland. Boy, you 60 white. Tell me how you make the rhymes, whip me off my feet, got me dancing to it vibes. Yeah. All I call on my street, that will ask me for a repeat. Yeah. See, wipe on the beat, feeling bad, you like it. Everything just come and go, so much happened long before. Do fast day, him have us lost. Skipping on the shit, make plans for cars. Everything just come and go, so much happened long before. Do fast day, him have us lost. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Skipping all the shit, make plans for cars. Even when the rain comes, even when the sun burns, chasing our dreams, cause we always focus. Even when the rain comes, even when the sun burns, brother, chase your dreams, never lose your focus. Even when the rain comes, even when the sun burns, chasing our dreams, cause we always focus. Even when the rain comes, even when the sun burns, brother, chase your dreams, never lose your focus. Even when the rain comes, even when the sun burns, chasing our dreams, cause we always focus. Even when the rain comes, even when the sun burns, brother, chase your dreams, never lose your focus. Thank you. Focus. Thank you. Ja. So, vielen Dank. Ich komme mal zu euch einfach. Oder kommt ihr dann? Passt es? Kommt ihr hinterher einfach? Passt so, oder? Kriegen wir hin. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor und sagt mal, wo ihr hierher kommt, alle. Okay. I give it to him to study. First of all, I want to say thank you to everybody here, you know. Actually, my name is Tommy Lansana and I came from Sierra Leone. Yeah. He's from Sierra Leone and he wishes kommt aus Sierra Leone und bedankt sich, dass die hier sein dürfen. Hello everybody. Actually, by name Unity Okoje.
I come from Ost Nigeria. I came from Nigeria. Of Dutch Ost Nigeria. This is Ununsi, who's from Nigeria. Ost Nigeria. Thank you, everyone that is here. My name is Jada Bright. Ich komme aus Nigeria. Und er bedankt sich auch und kommt auch aus Nigeria. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Errol Mayomi. I come from Nigeria. Und er heißt Errol und kommt auch aus Nigeria. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Austin Owango. Ich komme aus Nigeria. Thank you for everything I've been with today. Thank you. Er sagt auch danke. Kommt auch aus Nigeria. Seit wann ungefähr seid ihr denn hier in Deutschland bei uns? Vielleicht magst du mit oder du kurz antworten. How long have you been here in Germany? Well, I've been here for the 5 months now in Germany. So, and I think that's good also. Er ist seit 5 Monaten hier in Deutschland. Aber ich bin hier seit 8 Monaten, ungefähr 9 Monaten hier in Deutschland. Und seit wann macht ihr dann Musik zusammen? How long have you been doing making music together? Ungefähr 1 Monat. Okay. Yeah. Wie viele Lieder habt ihr denn dann jetzt schon, also wie viele Songs habt ihr denn jetzt schon geschrieben in 1 Monat? How many songs have you written in a month? Genau. Wir haben 3 Songs yet. Und to count, we are, you know, viele to count to go, you know. We have more to come, you know. Because actually, I'm sorry, because I cannot speak perfect Dutch, but I'm going to the school right now, and I can understand when they mention expression. Yeah. But expression is so good. Wollt ihr mit eurer Musik irgendwas erreichen, also auf was hinweisen, die Leute ein bisschen aufmerksam machen vielleicht? Is there something you want to show with or express with your music? Yeah, actually, music is like a hobby of life. It's what you get used to because it's something you don't give to yourself. You just find yourself liking and doing it more. So we have so many things to like do to the world and we hope the people like it. Wir hoffen, dass die Leute das mögen, was wir dann singen und was wir mitteilen wollen. Es gibt so vieles, das wir sagen wollen. Yeah, and if I may add to this, according to what Unity said, you know, it's a gift from God, you know, and it's something that, although yeah, sometimes you can go to school and practice it, but for us, we never go to school. It's like we just have the talent, and we decided to come as one and try to do something to make the Dutch people, especially in Germany, happy. You understand? Because we really appreciate the people of Deutschland. Er sagt, wir schätzen das sehr, dass wir hier in Deutschland sein können. Diese Musik ist ein Geschenk Gottes. Wir sind nicht in die Schule gegangen und wir haben das alles hier. Wir machen das einfach hier, um den Deutschen, die Bevölkerung zu zeigen, wie es uns gefällt, dass wir hier sein dürfen. Ihr habt gerade gerappt, skipping all the shit, make plans, focus. Wo ist euer Fokus? Was sind eure Pläne jetzt? Actually, this question is meant for me and him, but I'll say my own part of how I see it. It means like to me, we made that skipping all the shit, make plans and focus. Like we are young and we believe, we thank God every day, we are healthy, we have a better life now, so it's better like make some better plans of life to become responsible tomorrow in the future. So like going to school, thinking of having a responsible job as a responsible man, like every responsible man should think. And so that is just like we try to make the ones that are like the young ones, the ones growing up, the one bigger than us, we just try to like tell them sometimes you have to let go of too much fun, like let go of some things and try to be up straight, like think better about life, because life has its own principle. The way you lay your bed, so you lie on it.
Genau. Yeah, exactly. Exactly according to what he said. That's the concept of the song, actually. But, you know, my own addition that I want to add there is like, you know, many people, you understand, they give up in life, you understand, and started doing some negativity things that cannot take you to a better peak. And you know, once someone is responsible in life, I believe it can change your life and you can go to a better way. So it's like we are giving this as a sort of advice to the people out there that think that their hope is lost, everything is lost, for them not to give up, for them to have faith and believe that, you know, if you believe in yourself or you believe in God, then you will make it one day. So this is why we try to give them the advice of skip all the shit and let your plans be your focus. Thank you. Exact. Wichtig ist, die Hoffnung nicht aufgeben, und wir wollen alle Menschen zeigen, mit unserer Musik zeigen, dass wenn man in Gott glaubt und die Hoffnung nicht aufgibt, dass man ein besseres Leben hat. Und uns geht's gut, wir sind gesund und es geht uns besser hier als in Nigeria, glaube ich. Sierra Leone. Thank you very much. Wir hören noch, Entschuldigung, danke euch. Wir hören dann noch einen Song von euch. Danke, wo ich auch bei Deutschland bedankt. Freuen wir uns natürlich schon drauf. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Thank you for being here. Welcome, everybody. Ja, die Jungs sind jetzt noch nicht so lang bei uns. Im Gegensatz zu der Familie, die wir besucht haben. Sie kommen aus Afghanistan, sind seit 3 Jahren in Vilshofen. Und ja, schauen wir mal, wie es denen so geht. Mein Name ist Amiri Aref und ich bin 39 Jahre alt. Ich fuhr 3 Jahre aus Afghanistan nach Deutschland ausgereist, weil dort Krieg ist. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder. Meine Frau Nadia ist zurzeit Hausfrau, weil sie auf den Kleinen aufpassen muss. Aref war in Afghanistan als Maler und Fliesenleger tätig und kam vor 3 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Seit 9 Monaten besucht der Familienvater täglich einen Sprachkurs in Passau, während Amir, Arian und Arash in die örtliche Grund- und Realschule gehen. Ausschlaggebender Grund für die Flucht war die Ermordung seines ältesten Sohns Akif. Die afghanische Mafia entführte ihn und erpresste damit die Familie. Da Familie Amiri die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, wendeten sie sich an die Polizei. Als die Mafia das herausfand, töteten sie Akif. Ich, alle meine Sachen bleiben in Afghanistan und ich habe gesagt, das alles verkaufen und ich brauche das Geld. Innerhalb von 5 Monaten ist die Familie von Afghanistan über Pakistan in den Iran gereist. Von dort aus ging es weiter in die Türkei und anschließend nach Griechenland. Da das Geld vorerst nicht für alle Personen gereicht hat, flüchtete Nadja mit Arash und Arian alleine nach Deutschland. Aref und Arian konnten erst 1 Monat später nachkommen. Währenddessen kam es erneut zu einer Bedrohung. Aber Mafia nimmt Arian auch. Mafia gesagt, du musst zahlen. Wenn ich nicht zahlen, deine Kinder Ohren ich mit Schere schneide. Und ich 4.000 Euro zahlen und Problem fertig. Aber ich bin glücklich, nicht tot. 10 Tage befand sich Arian in der Gewalt der Mafia. Glücklicherweise ist ihm in dieser Zeit nichts Schlimmeres zugestoßen. So konnten Aref und Arian nach Deutschland weiterreisen, wo der Rest der Familie schon auf sie wartete. Ich hatte $55.000. Ich habe gesagt, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich habe das Geld, ich muss gehen, bis das Geld fertig. Mein Geld in Deutschland ist fertig. Ich kann nicht noch andere. Aber Deutschland ist ein gutes Land und gute Leute. Und ich mag es. Ich habe einen Plan in Deutschland. Ich nach dem Sprachkurs muss arbeiten, weil ich habe 4 Kinder. Und Kinder brauchen viel arbeiten. Und ich liebe meine Kinder wachsen in Deutschland. Ja.
Wir haben hier jetzt gesehen, eine Familie, die es geschafft hat, hier jetzt zusammen in Deutschland zu sein. Ein Beispiel dafür, dass das leider nicht immer möglich ist, ist unser nächster Gast, Ayat, die heute hier ist. Sie ist 28 Jahre alt und ist seit einem Monat hier bei uns in Deutschland, zusammen mit ihrem Übersetzer Hamza Yamshid. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ayat, was war denn dein erster Gedanke, als wir dich gefragt haben, hier zu uns in die Sendung zu kommen? شو كانت أول فكرة عندك وقت اللي قلنا لك بتجي لعنده هون على مشان نعمل مقابلة معك؟ كانت إنه حتكون تجربة جديدة لإلي حابة ممكن أنقل صورة الوضع اللي عم يصير بسوريا وممكن أنقل بعض الحقائق أو يعني ممكن الإعلام الثاني كان عم ما عم يوصل الحقيقة بالضبط لدول الأوروبية. Sie sagt, ich wusste, dass es eine neue Erfahrung für mich sein wird und ich wollte auch viel berichten und weitergeben, weil die Medien berichten nicht über alles, was bei uns passiert und die europäischen Medien besonders berichten nicht über alles. Jomart hat uns ja erzählt, dass er aus der zweitgrößten Stadt in Süden gekommen ist. Von wo genau kommst denn du? Jomart حكى لنا انه هو من ثاني اكبر مدينه بسوريا بس انت من وين؟ انا من دمشق 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 also اكبر مدينه يعني die größte Stadt اكبر مدينه في سوريا ja die größte Stadt in Syrien die Hauptstadt. Wie hat denn dein Leben vor deiner Flucht ausgesehen? Verzeihung. Wie hatte ihr Leben vorher ausgesehen? شو كيف كان حياتك قبل الطلعه قبل الهروب يعني قبل الأحداث ولا بعد الأحداث؟ فور ذا كريزة ولا ناخذ كريزة؟ فور ذا كريزة. فور ذا كريزة قبل الأحداث. حياة طبيعية حياة أي إنسان سوري بيخلص دراسة تخرج وعم يشتغل يعني عايشين حياة طبيعية البلد بتجنن البلد حلوة ومثل أي إنسان عادي. كنت أشتغل بحضانة أطفال فكانت يعني مبسوطة. Wie, das war jetzt zu viel. Wie jeder andere Syrer, der sein Studium beendet und beginnt zu arbeiten. Und ich war in einem Kindergarten, ich hatte Arbeit und ich war sehr glücklich. Unser Land war sehr schön. Wie hat denn der Krieg dann selbst dein Leben verändert? Gab es da ein konkretes Ereignis, das dir in Erinnerung geblieben ist? كيف غيرت الحرب حياتك؟ جاب نقطة محددة أنت طلعتي ولا كنتي لازم تجاوزيها؟ أول ما بلشت الأحداث تغيرت حياتنا كلها بالمجمل يعني من وقت ما بلشت المظاهرات السلمية اللي طلعت بسوريا والشباب اللي كانوا يطلعوا انقلبت حياتنا لخوف وقلق وما عاد فيك تعمل شيء وأنت معرض بأي لحظة للاعتقال وما عاد في مستقبل للبلد وخصوصا للشباب فانت كان باي لحظه ممكن يعتقلوك وياخذوك وما وراء الشمس. Also unser Leben hat sich sofort verändert und wir hatten viel Angst und wir wussten, das kann jede Zeit was passieren und dass einer verschleppt wird oder verhaftet wird und dass wir ihn nie wieder sehen. Du hast uns ja Bilder mitgebracht aus deiner Heimat, die du uns allen zeigen wolltest. Wir haben jetzt mal drei davon ausgesucht. Vielleicht könntest du uns kurz was dazu sagen. جبت لنا صور معك صور كتير من وطنك ونحن طلعنا ثلاث صور منها إذا حبيت تحكي لنا شيء عن هالصور اللي أول شيء أنا بآمن إن الفن هو الرسالة اللي ممكن توصل اللي عم يصير بسوريا لكل العالم هو لغة بيفهمها الجميع بتتجاوز معوقات اللغة وبتتجاوز أي صعوبات ممكن بين لغة ولغة. Okay. Sie sagt, ich glaube an die Kunst und ich glaube schon, dass die Kunst und Bilder viel berichten können. Es ist viel einfacher und das versteht jeder. Deswegen versuche ich auch über Bilder
etwas zu berichten und weiterzuleiten. بالنسبة لها الصورة هاي الصورة بتمثل الواقع السوري بالمناطق السورية بعد ما تقصف الطائرة والبيت كله ينزل على الأرض هذا الأب قدر ينقذ هالبنت اللي هالبنت تبعه ممكن يكون في ابن أو بنت أو زوجته ما قدر ينقذها من تحت الأنقاض هو مبسوط بهالإنجاز. Dieses Bild ist ein Vater, der seine kleine Tochter nach einer Bombardement rausgebracht hat. Und wer weiß, ob er jetzt eine weitere Tochter drin hat in diesem Haus oder seine Frau. Aber er ist trotzdem glücklich, dass er sie rausgebracht hat. Und das passiert überall in Syrien. Dann schauen wir mal das nächste Bild an. دائما الأطفال بيحبوا الرسم وبيحبوا يعبروا عن الشيء الموجود بجواتهم بالرسم. أنت أي طفل عادي حيرسم وردة حيرسم بيت حيرسم شمس شجرة بس أطفال سوريا انقتلت فيهم كل هالمشاعر الطفولة والأحلام الطفولة وجمال الطفولة صار يرسم الحرب وكل شيء بيتعلق بالحرب القتل الدمار الأب الميت، الأم الميتة، الطائرات اللي عم تقصف، كبروا قبل وقتهم. Ja. Also die Kinder malen generell gerne und viel Blumen und Natur, aber die syrischen Kinder sind schnell erwachsen geworden leider und die malen nur, was die tatsächlich sehen, Krieg, Flugzeuge, Waffen. Das ist die Wahrheit leider. Dann haben wir noch ein Bild auch. هاي الصورة مأساة فعلا. بعد أي قصف حيكون في جرحى وحيكون في مصائب. هذا الولد مصدوم من الشيء اللي شايفه هو ما إنه عارفان شو صاير وليش هيك عم يصير ليش أبوه هون على التخت ليش هيك دماء معبية جسمه ليش هيك صار Dieses Bild berichtet über eine Katastrophe und das Kind schaut seinen Vater mit Verwunderung und er ist sehr überrascht und fragt sich ganz viele Fragen, warum er jetzt blutet und warum er verwundet ist und da liegt. Er beschreibt einfach mit seinem Hingucken das Ganze und versteht leider nicht viel. Ja, für uns ist das ja total irreal irgendwie. Also wir können uns das ja nicht, also ich kann es mir keinerweise vorstellen. Wie kam es denn, was gab es denn für einen Moment, wo du gesagt hast, du musst jetzt wirklich los, also du musst jetzt von deiner Heimat fliehen oder weg? بيقول إنه نحن ما فينا نفهم الواقع عندكم نهائياً لأنه نحن ما عشناه كان في نقطة محددة كان في حادث محدد أنت بعد ما عاد حسنتي تعيش هناك وقررتي إنه ترحلي ولازم تطلعي حادث اعتقال أبي وأخي أبي اعتقل لمدة شهرين كمان أخي بعده اعتقل لمدة شهرين وهون كانت الأوضاع كل مالها عم تزداد سوء كان صعب إنه نبقى بالبلد خصوصا مشان أخواتي الشباب قررنا إنه نطلع على مصر. Ja, nachdem mein Vater und Bruder verhaftet wurden, dann haben wir die Gefahr gespürt und wir wussten, dass es nicht mehr weitergehen wird und danach haben wir uns entschieden, Richtung Ägypten zu gehen. Wieso wurden denn dein Vater und dein Bruder verhaftet? ليش قبضوا على أبوك وأخوك؟ لأسباب سخيفة. تم اعتقلوا أبي لأنه قدم مساعدات
إنسانية للاجئين من حمص. حمص كانت فيها بداية الثورة السورية، كانوا نساء وأطفال فقط إجوا قعدوا جنبنا بالجيراننا. من كواجبك أنت باتجاه جارك أنك تقدم له مساعدة، فقدم له مساعدة، فكان هذا سبب الاعتقال. Die Gründe sind eigentlich lächerlich, also das wird nicht jeder verstehen. Ganz einfach, es waren Inlandflüchtlinge aus Homs in unserer Nachbarschaft und mein Vater hat die Nachbarn praktisch geholfen und halt, er war für sie einfach da und eben deswegen wurde er verhaftet. Das ist unvorstellbar. Bist du dann alleine nach Ägypten zuerst gegangen? Inti rahti lawahdak ala Masr? La, al-aila kulla rahat ala Masr. Ana wa ahli kulla. Nein, mit der Familie. Wir sind alle nach Ägypten gegangen. Ja. Wie lange seid ihr dann in Ägypten geblieben? Qadish tamitu bi Masr? Nahna tlana min Suriya bi 2013 wa qa'adna. يعني أنا قعدت، هو قعدت أنا لفترة لل 2015 أنا قعدت لحالي بعدين، وأهلي طلعوا كغيرهم لاجئين عن طريق البحر إجوا لألمانيا. ما قعدوا تقريبا 8 شهور تقريبا. مصر ضلوا 8 شهور وأنت ضليتي حوالي سنتين. أنا لل 2015 تقريبا. Also vor zwei Jahren haben wir Syrien verlassen, sagt sie, mit der Familie 2013. Und dann sind wir nach Ägypten. Nach 8 Monaten ist die Familie halt Richtung Europa über das Mittelmeer. Und ich bin dann dort geblieben bis 2015. Ja. Wo ist denn jetzt gerade der Rest deiner Familie? Wohin baqi al-aila halian? هلا نحن هون بألمانيا في إلي أخ بالسويد وأخت بفرنسا وباقي العائلة الكبيرة بسوريا. Ja, also sie sagt, wir sind hier in Deutschland, Ach, Suez? Ach, Suez. Ach, wir Franzen. Und wir haben einen Bruder in Schweden und eine Schwester in Frankreich. Natürlich, die Großfamilie ist woanders. Möchtest du denn jetzt in Deutschland bleiben? Also hast du hier wirklich ein neues Zuhause gefunden oder ist es einfach jetzt nur Überbrückungs? Habe dali bei Almania sar beta gleichdid wala hay la fatra muaqqata. Bdi arja' a Syria. Ich möchte nach Syrien zurück. Inshallah. Ich hoffe. Inshallah. Wie sieht denn dein Leben jetzt hier aus? كيف حياتك حاليا هون؟ أنا ما صار لي شهر في ألمانيا، لساتني خايفة، بس. شو؟ Sie sagt, ich bin seit einem Monat in Deutschland und ich habe Angst. Ich habe gesagt, vor was? Das war jetzt meine Frage. لا هي حياة جديدة، حياة جديدة وجو جديد وكل شيء جديد، هاي لسه ما تأقلمت على الوضع. Es ist alles neu für mich und ich habe mich noch nicht integriert. Vielleicht deswegen, sagt sie. Hast du denn Pläne für die Zukunft? في عندك أهداف للمستقبل؟ هلا أنا قدرت أخذ فرصة للدراسة ب THD University International Management. حابة أكمل هالفرصة وأكمل هالدراستي وممكن ألاقي شغل أو أستفيد من الخبرات اللي حترجع معي لسوريا. Ja, sie sagt, ich habe jetzt eine Möglichkeit bei THD. THD. THD, hier unsere FH. Also an unserer. Ja, weiß ich nicht. FH. Ich bin ein bisschen älter, ich weiß nicht. Und da werde ich erst einmal die Sprache lernen und dann mache ich weiter. Ayad, vielen Dank, dass du da warst hier bei uns. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und hoffen, du kannst auch hier dein Studium beenden. Wir haben natürlich noch ein Geschenk für dich. Oh mein Gott. Noch eine kleine Willkommensmatte für dich. Willkommen. Willkommen. Ja, in Deutsch, ja. Vielen Dank.
Thank you so much. Shukran. In Arabic. Ja, das war es jetzt leider auch schon wieder von uns. Wir hoffen, ihr konntet vielleicht ein bisschen ein Bild davon kriegen, wer die Leute sind, die zu uns kommen. Wir bedanken uns bei unserem Redaktionsteam unter der Leitung von Jens Schanze und bei unserem Technikteam unter der Leitung von Oliver Bauer. Und natürlich auch vielen Dank an unsere Sponsoren Arco Breu und Autovermietung Meier. Dankeschön. Vielen Dank natürlich auch für die Gäste hier im Studium. Im Studium. Ja. Natürlich. Wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, am 14.01. 18 Uhr wieder hier. Dort haben wir unter anderem einen Syrer, der schon länger hier in Deutschland ist. Und von dem erfahren wir, wie er hier seine Arbeit, sein Leben aufgebaut hat und was er sich für die Zukunft erhofft. Und wenn wir schon dabei sind, dann bedanken wir uns natürlich auch bei unserer tollen Band, die jetzt passenderweise noch den Song Danke, Danke spielen wird. Danke. Flutschwinger behind the microphone. Right back. Yeah, feeling grateful. Yeah. 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 Whoa. We happy. We wanna say thank you. Thank you. We really wanna say thank you to the people of Germany. Wanna say thank you. Thank you. Yeah. We wanna say thank you. Thank you. We wanna say thank you to the people of Deutschland. Wanna say thank you. Thank you. Yeah. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke schön. Well, let me hear you one more time. Sing. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. About what the people gonna say. I feel so grateful, I'ma put it on the microphone. But we say thank you, because you put the tears in the eyes, and then you bring me back a smile. You take away our pain, did the same. Try to forget about the memories and think about the glory, cause we are flutschwing today. How it's gonna be tomorrow, only destiny tell. Let's go. We wanna say thank you. Thank you. We really wanna say thank you to the people of Germany. Wanna say thank you. Thank you. Yeah, we wanna say thank you. People of Deutschland wanna say thank you. Thank you. Once again.